Wir haben einen absoluten Schrott-Gameboy bei eBay gekauft, der ist absolut dreckig und funktioniert nicht mehr. Also da ist alles zu spät, die Batteriesäure ist ausgelaufen, zeige ich euch dann gleich. Ihr könnt jetzt hier sehen, dass alles ausgelaufen ist, also dass das bläuliche ist, die Batteriesäure. Wir testen das Ganze dann und natürlich funktioniert da gar nichts mehr. Der ist absolut hinüber und wir versuchen ihn zu restaurieren bzw. wieder fit zu bekommen. Ich schraube dann den Gameboy auf, natürlich kann ich euch nicht alles zeigen, aber die Platinen kommen mal raus, die wurden dann auch noch bearbeitet. Und ja, im Anschluss ging es dann ins Wasserbad, um mal den gröbsten Schmutz dann wegzubekommen, damit es beim Bleichen keine Probleme gibt. Also einfach mal clean das Ganze. Dann mit Wasserstoff, wo wir neu eingekauft haben, ist ein Steak, haben wir das Ganze dann gebleicht sozusagen in einem UV-Bad. Für 12 Stunden war das dann drinnen und dann sah das so aus, ein Habenmeier-Ergebnis, Wahnsinn. Dann wurde wieder zusammengebaut, Freunde, und dann ging das wunderschöne Teil wieder. Wir haben Wario Land reingeknallt und jetzt hört mal selbst, wie schön sich das anhört. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Für mehr Content folgt rein.